Einfach mal machen. Könnte ja geil werden. Tada! Bei mir heute Christiane Mascha-Jechi. Richtig. Das ist ein schwerer Nachname, den du hast, gell? Ich mache ja schwäbische Erotik als Kabarett. Und dann ist immer die erste, hä, wieso gerade schwäbisch, wenn die so komisch heißt? Und dann kann ich gleich rauskommen, dass ich ja schon Secondhand bin, weil ich mal verheiratet war. Und schon sind wir mit dem Thema. Genau. Und was du machst, das schauen wir uns jetzt mal an, wie das aussieht. Ich habe mir zum Beispiel einen Wunsch erfüllt und dieses Smartphone hier geleistet. Damit kann ich jetzt immer einen Wochenrückblick machen, ja, egal wo ich bin. Und das Beste ist, ich kann mit diesem Teil auch noch telefonieren. Das ist ja so, als würde man den Pürierstab auch als Massagestab benutzen, gell? Also wirklich glatt. Hast du als Frau es einfacher, lustig zu sein auf der Bühne? Wenn jemand komisch ist, dann Frauen, wenn auch manchmal unfreiwillig. Und dann habe ich gedacht, ja, das holen wir auf die Bühne. Weil alles, was ich mache, ist erlebt, durchlebt. Und ich glaube, dass das Publikum auch so liebt, weil ich traue mich zu erzählen, wie es mir ergangen ist. Mit den Männern? Mit den Männern, mit den Frauen, mit dem Altwerden, mit dem... Weißt du, das geht die ganze Palette. Ich glaube, dass wir Frauen so viel Humor haben, damit wir es überhaupt mit den Männern auf dieser Welt aushalten. Das ist ja so meine These. Ja, aber so ohne Männer wäre es auch Käse. Also ich finde, es gibt keine bessere Störung als Männer. Aber ich muss ja sagen, bei mir ist es eher das Problem, dass das, was ich mache, die meisten Typen eher einschüchtert. Weil die denken nämlich, wenn du Kabarett machst, dann machst du die so fertig, ja, schwäbische Erotik. Und das Tolle ist, ich habe auch für die Männer immer Tipps im Programm, weil ich finde, dass auch Frauen echt schwierig sind. Und zwar, wenn wir uns im Spiegel anschauen, ja, finden wir alles grauenvoll. Ja. Und die Männer, wirklich, da muss man die echt loben, die stellen sich vor den Spiegel, finden sich erstmal 3 Minuten lang richtig geil. Ja. Und dann streichen sie über ihren Bauch, den sie nett Fässchen nennen, statt Bierbauch. Und dann kommt noch, naja, dann hat doch der Zwerg wenigstens ein Dach über dem Kopf. Ja. Das ist doch die Perspektive, die wir uns mal angewöhnen sollten. Wir schalten mal ganz kurz, okay, um mal Luft zu holen, zu meinem nächsten Beitrag. Wir waren bei einer sensationellen Veranstaltung und die möchte ich Ihnen natürlich nicht freuen. Oh, okay. Wir sind mitten im Herzen von Stuttgart, im Club Universum. Und hier wird natürlich, wie es sich für einen anständigen Club gehört, heute Abend eine PowerPoint-Präsentation gehalten. Klingt verrückt, ne? Das Ganze heißt PowerPoint Karaoke. Es sind Menschen, die noch nie diese PowerPoint-Präsentation, die hier auf die Leinwand geworfen wird, gesehen haben und halten dazu spontan ein Referat. Und das Publikum, was Sie hier sehen, es ist übrigens ausverkauft, wird das Ganze bewerten. Und das Ganze soll einfach Spaß bringen. Und wie das so abläuft, das sehen wir gleich. Es wäre natürlich cool gewesen, wenn früher in der Schule es auch ein Bier zur PowerPoint-Präsentation gegeben hätte, gell? Wäre extrem cool. Sie sind bestimmt heute Abend dabei, weil Sie Lehrer sind und gerne bewerten. Nein. Nein, warum sind Sie sonst dabei? Habe ich zu Weihnachten geschenkt gekriegt. So, wir sind jetzt Backstage bei den Bekloppten, die heute Abend freiwillig eine PowerPoint-Präsentation halten. Nick, du bist der Erste. Welches Thema darf auf gar keinen Fall drankommen? Ich möchte es nicht verfluchen, weil wenn ich jetzt irgendwas nenne und sage etwas aus dem Bereich Naturwissenschaft, dann kann ich sicher sein, dass ich etwas über das Powerhouse of the Cell oder über Beschleunigung erzählen darf. Deswegen sage ich nicht, dass es nichts aus dem Bereich der Naturwissenschaft sein sollte. Das wäre schade. Hyperschall jedenfalls ist die Steigerung von Infraschall, dann kommt der Hörschall, der Uhr. Ich glaube, das hat nichts mit Geschwindigkeit zu tun. Ich muss ein bisschen aufpassen, was ich rede. Ich habe eine sehr, sehr lange Präsentation mitgebracht, deswegen ist es jetzt, könnt ihr mal versuchen, Hyperschall zu messen, ja, indem ihr einfach so zählt, wie beim Blitz und Donner, wenn ich jetzt ganz, ganz schnell klicke. Ich versuche jetzt Hyperschall einmal zu simulieren. Das war Hyperschall. Nick, oh. Wie war's? Schlimme Präsentation. Ganz schlimme Präsentation. Genau das, was du nicht wolltest, gell, Naturwissenschaft. Ja, genau das, was ich nicht wollte. Wenig Bilder, mit denen man irgendwie assoziativ arbeiten konnte. Viel Text, viel Sachen, zu denen ich gar nichts sagen konnte. Aber hat, glaube ich, ganz okay funktioniert. Du hast dich großartig geschlagen. Wir haben sehr gelacht. Dankeschön. Abgefahrene Sache, oder? Muss man mal unbedingt hingehen. Ja, ich glaube, mir würde auch was einfallen. Ja, also ich habe sowas noch nicht gesehen. Ich bin ein bisschen auf deiner Homepage unterwegs gewesen und da hast du auf jeder Seite, die man klickt, immer Sprüche von Menschen, die was gesagt haben. Unter anderem, mit dem Leben ist es wie mit einem Theaterstück. Es kommt nicht darauf an, wie lang es ist, sondern wie bunt es ist.
Ja, das drückt am besten aus, was ich mache, weil ich mache sehr viel Verschiedenes. Wir sind jetzt hier zum Beispiel in dem Raum, der Ikone ist, mein Institut für konkreten Enthusiasmus. Mhm. Und damit wollte ich mal zusammenfassen, was ich alles mache. Wie hast du den Raum gerade genannt, wo wir sind? Institut für konkreten Enthusiasmus, Abkürzung Ikone. Ah, das ist ganz neu, hier in Stuttgart, Bad Cannstatt. Mitten an welcher Straße sind wir hier? Das ist die Überkinger Straße, 12. Das verrät übrigens auch schon was. Cannstatt hat 19 Mineralbrunnen. Wir haben hier vorne vor dem Haus einen und hinten. Man kann ja also auch sagen, es ist die kleinste Trinkhalle Europas. Und mehr über die kleinste Trinkhalle Europas erfahren wir gleich. Wir müssen nur jetzt kurz was machen. Werbung. Kauf mich. Und wir sind zurück mit meinem heutigen Gast, Christiane Maschajechi. Sie ist Künstlerin, Kabarettistin. Ja, ich bin vieles. Alles. Ich brauche einen riesen Raum, wo das alles reinpasst. Genau, und das ist das Stichwort. Das gibt es jetzt hier in Cannstatt. Das hast du dir hier angemietet. Patrick, vielleicht kannst du einmal so einen Schwenk machen, damit man mal sieht, was hier passiert. Hier wirst du demnächst öfter zu sehen sein. Genau, also das ist ein Raum, in dem ich auch Trainings abhalte. Es ist ein Raum, in dem auch mal schwäbische Erotik stattfindet, also Kabarett. Es ist ein Raum, wo Impro-Theater stattfindet. Und es ist kein Theater, sondern es ist mein Studio, weil ich die Trainings und das, was ich kabarettistisch mache, vermische. Also im Grunde ist alles das, was ich bin, in diesem Institut für konkreten Enthusiasmus auffindbar. Und ich möchte diesen natürlich auch an andere Leute weitergeben. Also die Trainings, die ich mache, sind auch recht, ich möchte mal sagen, unkonventionell. Und das wird inzwischen auch sehr geschätzt von den VIPs, die zu mir kommen. Du machst so viel, du bist so kreativ. Man merkt es, wenn man dir gegenüber sitzt, du sprühst vor Lebensenergie. Und das ist so, wie wirst du nicht wahnsinnig mit all dem Können und Wissen, was du hast? Dass du hast doch gar nicht so viel Lebenszeit, um das alles unterzukriegen, oder? Ja, das Geile ist, dass ich jetzt halt mit diesem Raum zum Beispiel, also ich mache das ja sonst auch überall, also Inhouse-Trainings und weiß der Geier, ganz viel Verschiedenes. Das Witzige ist, dass ich eigentlich überrascht bin, dass es eine Möglichkeit gibt, diese vielen Sachen zu machen. Und ich kann nicht sagen, was ist denn genau dein Beruf, ja? Mhm. Ich bin eigentlich mein Beruf. Mhm. Und die Leute, die mit mir zu tun hatten, die merken auch, ey cool, da kann man was mitnehmen, da kriegt man was und das hilft einem auch dann fürs eigene Tun. Und mein Lieblingssatz ist ja tatsächlich von Einstein, obwohl ich in Physik eine Null war, aber der Satz ist so geil. Kreativität ist Intelligenz, die Spaß hat. Bist du in deiner Freizeit, falls du welche hast, auch manchmal auf einem Konzert? Mein letztes Konzert, ja, Bruno Mars. Mm. Also, ne, Mars, nicht Snickers. War gut? Total geil. Also dieser kleine Typ, ja, ein Energiebündel ohne Ende. Ich find den ganz toll und der kann auch ganz viel, wenn man da ein bisschen nachliest. Das ist richtig ein cooles Kerlchen. Wir waren auch auf einem ganz tollen Konzert in Stuttgart. Und auf welchem, das sehen Sie jetzt. Ja, und heute Abend sind wir zu Gast im Galau in Stuttgart in der Tübinger Straße. Rainer, du bist der Besitzer dieses tollen Etablissements. Wie würdest du es bezeichnen? Bar und Wohnzimmer. Das klingt ein bisschen cooler. Und du hast heute Abend eine Band. Es wird eine fantastische Musik, geile Stimmung, 1000 Leute. Es wird super. Und die sind momentan noch oben in deiner Wohnung. Und wir gehen jetzt mal hin und überraschen die Jungs und gucken mal, was wir von denen so rauskriegen. Also mitkommen. Ich überfalle euch ein bisschen. Hi, ich bin die Claudi. Hi, Markus. Hallo, Markus. Grüß dich. Hallo. Tobi, grüß dich. Ja, Sag meinen Namen noch einmal, bevor du gehst. Ich will nur sicher sein, dass du ihn nicht vergisst. Sag meinen Namen noch einmal, so laut es geht. Ich will Geschichte in deinem Leben bleiben. Mir wurde gesagt, ich quatsche immer zu viel als Frau, wie das so ist. Deswegen werde ich mit euch drei gleich ein Interview machen, ohne zu sprechen. Seid ihr dabei? Natürlich. Okay. Ein Holzherz, Patrick. Ich halte es nochmal. Symbolisiert unsere Liebe zueinander. So sei es. Oh, ein Haarspray. Haben wir früher immer gerne, wenn wir Feuer gemacht haben, die leeren Dosen ins Feuer geschmissen. Das ist nicht dein Ernst. Klar. Das wird aber rausgeschnitten.
Oh, Maultaschen. Eine große Leidenschaft von mir habe ich tatsächlich heute Mittag hier im Galau erst gegessen. Die Bibel. Die Bibel ist ein Buch. Ziemlich abgefahrenes, dickes Buch. Ich habe tatsächlich dieses Buch 3 Jahre lang studiert. Unfassbar interessant, wenn man so kulturellen Hintergrund zu diesem Buch bekommt, das man sonst vielleicht gar nicht so gut verstehen könnte. Mit dem Pfeil in der Brust steh ich auf, zieh den Kopf aus der Schlinge und lauf um mein Leben, werd mich nicht ergeben. Mit dem Pfeil in der Brust steh ich auf, zieh den Kopf aus der Schlinge und lauf, ohne zu fragen, wie weit die Füße noch tragen. Und von der Stuttgarter Innenstadt wieder zurück nach Bad Cannstatt mit Christiane Mascha-Jechi. Und wir sind schon wieder am Ende. Schade. Unserer Sendung. Und normalerweise ist mein Ritual, wir steigen aus mit 2 Veranstaltungstipps. Einen gibst du, einen gebe ich. Heute schmeißen wir das über den Haufen. Oh, yeah. Spontan. Weil, siehst du, so funktioniert mein Training. Ja. Einfach mal anders. Einfach mal anders. Könnte ja geil werden. Ja? Dass wir mit Zitaten enden, weil du hast wahnsinnig viele Sprüche, die du immer wieder einbaust auf deiner Website. Ja, aber die Sprüche sind ja selber gelebt. Also auch du kannst einen Spruch kreieren, das kann jeder. Na komm. Doch, klar. Ich gebe dir als Unterstützung mal so einen Einstieg. Die Missgeschicke des Lebens überlebt man am besten, wenn... Genug davon passieren. Ja, dann kriegt man Übung. Ja, genau. Und so passiert das, so ich das durchlebt. Und der für mich, also da, wo ich dafür brenne, warum es auch konkreter Enthusiasmus heißt, das ist der von Herrn von Humboldt. Und der hat gesagt, alles, was wir mit Wärme und Enthusiasmus ergreifen, ist eine Art von Liebe. Das war ein irrer Spaß mit dir zusammen. Ich sage vielen Dank, dass du die Zeit hattest. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für dein Projekt hier in Cannstatt. Und Ihnen sagen wir danke fürs Zuschauen und wir freuen uns, wenn wir nächste Woche wieder mit dabei sind. Tschüss. Ciao.